Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ja, beim letzten Mal haben wir die erste Arena geschafft, mussten leider auch einen Verlust hinnehmen. Ihr seht es unten schon im Team. Cody hat es leider nicht geschafft, hat sich fürs Team geopfert, damit Oscar überleben konnte und die Arena und Meditades besiegen konnte beim letzten Mal. Aber wir haben es geschafft. Der Orden ist unser. Wir sehen es oben auch neben dem Kopf von Maike, sieht man auch den Arena-Leiterorden, den Steinorden. Wir haben ihn bekommen. Und ja, heute geht es weiter. Denn, ach so, ich muss noch die Pokémon heilen. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht mehr gemacht, weil wir letztes Mal eine deutliche Überlänge hatten in dem in der Folge. Lag aber auch größtenteils an dem Arena-Kampf. Also, ne? Mal gucken, wie es heute laufen wird. Unser Team, wir brauchen auf jeden Fall neue Teammitglieder. Das steht da außer Frage. Ja, für die nächste Route würde ich gerne Ogu ein bisschen nach vorne nehmen. Weil Flora und Oscar sind ja schon Level 14 und ja, vielleicht haben wir jetzt aber auch Glück und kriegen ein gutes Pokémon für die nächste Route. Das ist nicht die nächste Route, das ist die Route 115. Hier können wir leider noch kein neues Pokémon kriegen, aber ein Item. Das nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Auf der Route 115 werden wir auch erstmal kein Pokémon fangen. Selbst wenn wir die Angel haben, würde ich die Route erstmal auslassen. Oh, eine Scope-Linse. Was ich jetzt als erstes mache, das ist mir nämlich jetzt mal aufgefallen. Wir haben ja das Item... Das Item Zauberwasser, was Wasserattacken verstärkt. Das ist für Oscar natürlich richtig gut, jetzt noch. Denn wir erinnern uns, unsere Pokémon entwickeln sich ja zufällig zu anderen Pokémon. Erhöht die Volltrefferquote. Komm, das geben wir mal unserem kleinen Ogu, die Scope-Linse. Dann haben wir auch mal ein paar Items verbraten hier, verteilt. Ja, unser Team ist wirklich sehr dünn besetzt, also drei Pokémon. Wir haben eigentlich schon drei Verluste erlitten, wenn wir es genau nehmen wollen. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir. Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja, das soll wohl so sein. So, nächste Route. Route 116. Uns erwartet ein neues Pokémon. Und was bekommen wir? Oder auch nicht? Ein Radfratz. Oh Leute. Dieses Spiel will mich doch verarschen. Weißt du? Ich erwarte ja nichts Großes, aber Radfratz? Wirklich? Euer Ernst? Okay. Aber wir können es auf jeden Fall fangen. Wir können es auf jeden Fall fangen. Und wir kriegen vor der nächsten Arena noch genug Pokémon, um das Team zu füllen. Na, also... Ja, aber ich bin... Ganz ehrlich, Radfratz ist keine... Ist kein Glanz-Pokémon, was ich unbedingt haben wollte. Toll, Radfratz wurde gefangen. Ist nicht schlimm. Radfratz, okay. Ja. Okay, Namen für Radfratz. Wir brauchten lange keinen Namen mehr. Jetzt muss ich mir einen Namen überlegen für einen Radfratz. Was ist denn für... Gibt es irgendwelche Rattennamen? Weiß ich nicht. Red... Weiß nicht, ob der Name passt. Ist der kleine Jack? Das ist Jack. Jack, das Radfratz. Okay. Gut, schauen wir uns das ganze Pokémon mal an. Ich muss immer gucken, wo ich Start drauf liegen habe hier. Jack ist noch Level 6. Werde ich für die nächste Folge dann erst trainieren. Steigert Angriffsattacken bei Leiden. Adrenalin, okay. Oh, was hat das für ein ruhiges Wesen? Okay, Tackle und Routenstark. Okay.
wie gesagt, es ist ja gar nicht so dramatisch, weil Pokémon entwickeln sich ja zufällig. Allerdings sind wir gerade nicht in der Position, um, ja. Hallöchen, meine Käfer-Pokémon sind stark, lass uns kämpfen. Ob du Käfer-Pokémon hast, werden wir jetzt sehen. Ich glaube nämlich nicht, dass du Käfer-Pokémon hast. Käfer-Sammler Eros. Oh, der Eros. Pichu. Ja, das ist für Ogu, ist das kein Gegner. Donner-Pokémon, da haben wir immer was gegen. Da kannst du auch mit deinem Charme kommen. Ja. Wir brauchen den Angriffswert nicht, wir haben Pulverschnee. Wer will uns denn da schwächen? Ah, ich glaube, jetzt wird es auch wieder etwas einfacher, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Voltilam. Deswegen sage ich ja. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Es kann immer nur schwer werden. Aber ich freue mich. Gleich kriegen wir auf jeden Fall ein neues Pokémon hinten in der Höhle. Ich hoffe, dass es da was halbwegs Gutes gibt. Ja, ich bin ja auch auf die ersten Entwicklungen gespannt. Also... Zumindest bei Oscar, der wird sich ja jetzt bald entwickeln mit Level 16. Ich weiß gar nicht, wann sich Sonnenkern entwickelt und ob es sich überhaupt regulär entwickeln kann oder ob wir dafür einen Sonnenstein brauchen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber an sich, außer den einen Verlust, haben wir es ja bisher ganz gut verkraftet. Die ganze Challenge, ne? Also es ist, so, jetzt laufe ich wieder hier durch die Wiese und bin gleich enttäuscht, weil es dann doch wieder irgendwas Besseres gab hier. So, da oben haben wir noch einen Trainer. Und jetzt kommt bestimmt was voll Gutes. Ja, okay. Ja, was voll Gutes ist es jetzt nicht. Muss ich jetzt auch mal so sagen. Habitak ist jetzt keine Augenweide. Aber immer noch besser als Radfratz. Weil Radfratz kann gut werden. Ich will Radfratz gar nicht schlecht reden. Radfratz kann gut werden. Okay. Ja, so ist das. Oh, oh, oh. Aber, ey, wir haben unseren Starter noch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber wir benutzen jetzt mal so einen kleinen Trank hier. Wir haben ja noch ein paar Tränke hier rumfliegen, die können wir ja benutzen. Keine Angst, Jack setzen wir sowieso erstmal nicht in den Kampf ein. So, meine Pokémon sind die Kings, überzeug dich selbst. Ja, gleich sind sie keine Kings mehr, gleich sind sie einfach nur reine Opfer, weil wir sie besiegen. Du hast nur ein Pokémon, Ludgar. Die Brava, okay. Die Brava ist Drache Boden, meines Erachtens. Oh, habe ich jetzt... Bin jetzt gerade mit meiner Nase gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht voll reingepustet mit meiner Nase. So. Okay. Ogu hat kurz einen Prozess mit Vibrava gemacht. Das war gut. Ja. Aua, ein Kratzer. Ich brauche dringend einen Verband. Ja, voll der King. Er braucht einen Verband direkt. Warum er? Warum hat er einen Kratzer? Vielleicht war Ogu so stark, dass er ihn auch getroffen hat. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist ja was los. Lalalala. Da, ba, ba, da, da. Hey, mal die Pokémon hier. Alle vier. Ach, ist das schön, wieder vier Pokémon zu haben. Ich freue mich, wenn wir das erste Mal sechs Pokémon haben. Ah, einmal anders hingesetzt hier. Muss ja auch gemütlich sein. So. Achso, wir müssen uns gleich noch den Zerschneider holen. Aber das können wir... Ja, das können wir nur... Ne, das machen wir jetzt.
Allerdings weiß ich gar nicht, welchem Pokémon ich das beibringen möchte. Das ist schwierig. Okay, jetzt haben wir Zerschneider. Ja gut, okay. Ja, okay. Weil wir das nämlich gleich brauchen. Ich würde es jetzt tatsächlich erstmal Jack beibringen. Wir können das ja später wieder verlernen. Wir haben ja Felsgrab gekriegt, ne? Aber ich würde das jetzt erstmal keinem Pokémon beibringen. Vielleicht bekommen wir da später noch ein besseres Pokémon, das es erlernen kann. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht gar nicht so schlau, es Jack beizubringen, weil wir halt, wie gesagt, nicht die größte Auswahl an Pokémon haben. Ich lerne in der Schule und auf dem Heimweg lerne ich auch. Du lernst also überall. Schulkind Kerstin mit einem Kirlia, okay. Sag mal, diese Psycho-Pokémon, ne? Die verfolgen uns aber hier auch, ey. Aber Kirlia hält eigentlich nicht so viel aus. Kirlia ist ähnlich wie Kadabra und so eine Glaskanone. Ah, fuck. Okay, wir wechseln. Okay, wir wechseln. Ist ja okay. Ich sag ja, Glaskanone. Hält nicht viel aus, aber teilt gut aus. Oh, diese Psycho-Pokémon. Oh Mann. So. Level 15, Oscar. Wollte ich eigentlich jetzt noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was unser Level-Cap ist. Vielleicht sollte ich das hier mit oben irgendwo in der Ecke oder so packen, damit wir mal wissen, welches Level-Cap wir haben. Wäre vielleicht sinnvoll. Muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht bis zum nächsten Mal hinkriege. Ja, diese Folge ist gar nicht so viel passiert bisher. Also, außer dass wir Ogu gerade fast verloren haben, aber Ogu will ich nicht verlieren. Also, eigentlich will ich jetzt gar kein Pokémon mehr gewinnen. Verlieren. Gewinnen. Ich will kein Pokémon mehr gewinnen. Das reicht. Okay, hier scheint es wirklich nichts Besseres zu geben, außer Radfratz und Habitax bisher. Ja, okay, ein Wanderer. Mal gucken, was der hat. Ich hoffe etwas, was gegen wogegen Ogu. Oh nein, Kanivanya. Oh. Okay, wir wechseln mal auf Flora. Weil das könnte für Ogu ziemlich eng werden hier an der Stelle. Wasser-Pokémon, das ist nicht so sein Ding. Und dadurch, dass halt Kanivanya Rauhaut hast, sollten wir mit physischen Attacken sowieso nicht gegen ankämpfen. Manchmal muss man auch mal wechseln. Ja, und guck mal, Flora hat einen Schlag und das war's. Wer hätte gedacht, dass ein Sonnenkern so stark sein kann, ne? Das ist Wahnsinn. Total gut. Freue ich mich auch drüber. So. Dies hier ist eine Sackgasse. Ich langweile mich zu Tode. Los, wir kämpfen. Ja, dann los. Teenager Mark mit einem Paras. Das sieht aus wie ein Shiny. Okay, da dürften wir jetzt eigentlich mit Pulverschnee ganz gut klarkommen. Das sieht sehr gut aus. Das sieht nicht gut aus. Warum? Warum passiert sowas heute immer? Das Spiel will mich fertig machen, aber Typ Pflanze hatten wir bisher noch nicht. Es kann aber immer noch Typ Käfer sein, ne? Also so, Ogu, Level 12, sehr schön.
Nafcon. Okay, es ist Typ Käfer. Ah. Ja, das ist nicht so schlimm. Nicht so dramatisch. Haben wir einen Paraheiler oder sowas? Ach ja, meine Güte, dieses Spiel, das macht mich so fertig hier. Bam, 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 bam. Okay. Ogu, sehr gute Arbeit. Teenager Mark wurde besiegt, das hat Spaß gemacht, auch wenn ich verloren habe. Ja, guck mal, ein guter Verlierer ist er, der gute Mark. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier da haben. Wir haben Flohkraut da. Was haben wir denn am Bären da? Hier, Amrena-Beere. Ah, das ist doch gut. Boah, wir haben eine Beere. So. Schaffen wir den einen Trainer noch? Ja, den schaffen wir noch. So. Ich würde sagen, wir machen den Wanderer noch. Und dann würde ich die Folge an der Stelle auch wieder beenden. Wir werden dich hart rannehmen. Ja, das wollen wir ja mal sehen hier, mein Freund. Ich mach dich fertig. Wanderer Nikolas mit einem... Oh, ne. Alter, hat denn hier jeder in diesem Spiel Psycho-Pokémon? Können die nicht einfach mal vernünftige Pokémon haben? Nur Psycho-Pokémon. Auf dieser Route waren drei Trainer, die Psycho-Pokémon hatten, glaube ich. Das ist doch lächerlich. Oh, der wird mit seiner Hypnose. Ich kriege schon wieder zu viel, dieses Spiel. Warum? Rai. Warum tut ihr mir das an? Okay. Ogu, aufstehen. Wir wollen hier gewinnen. Kleiner. Ja, jetzt wäre es nice, wenn er ihn einfrieren würde. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir haben heute nicht wirklich viel Glück. Oh Mann. Gut. Ich dachte gerade, ja, wir schaffen den Trainer noch. Jetzt wird das schon wieder so eine lange Folge. Ich glaube, ich sollte demnächst wirklich einfach sagen, okay, an der Stelle Schluss. Aber gut. Ist halt jetzt so. Ich hoffe ja, dass er zweites Pokémon kein starkes Pokémon hat. Oder eins, was nicht so viel aushält. Wahrscheinlich Traumato jetzt. Abra. Ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich... das ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Der kann ja nix. Der kann ja nur Teleport. Aber ohne Scheiß, die haben ja alle Psycho-Pokémon auf dieser Route. Und da oben warten ja noch zwei Trainer auf uns. Eieieiei, das war aber kein fairer Wettbewerb. Aber natürlich, ja, war es auch nicht. Das ist Psycho-Pokémon. So, ich würde sagen, wir bleiben hier bei dem Wanderer mal stehen. Oder nee, wir stellen uns hier oben neben dem guten Herrn, der hier steht. Ich würde mich dann aber an dieser Stelle wieder verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal, damit ihr auch nichts verpasst. Einfach immer wieder vorbeischauen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Part 8, glaube ich. Bis dahin, tschüss!